über Menschen, die glauben, dass unsere Erde innen hohl ist und dass diese Hohlwelt über Löcher an Nord- und Südpol betreten werden kann, kann Rolf Kepler nur lachen. Und natürlich wartet im Erdinneren auch nicht Adolf Hitler mit seinen Getreuen auf den optimalen Zeitpunkt für sein Comeback. Für solchen ESO-Quatsch hat der Privatgelehrte und Nachhilfelehrer für Mathe und Physik keine Zeit. Er glaubt hingegen, nein, er weiß, dass nur die Hohlwelttheorie des amerikanischen Sektengründers Cyrus Reed Teed stimmen kann. Denn Gott persönlich hat Teed diese Erkenntnis zugeflüstert. Nach einem Stromschlag. Nach dieser Theorie leben wir nicht etwa auf der Außenseite einer Vollkugel, sondern vielmehr auf der Innenseite einer Hohlkugel. Wenn wir oft in der Vollkugelerde graben, da kommen wir irgendwann in Australien raus. Und wenn wir in der Hohlkugelerde graben, dann kommen wir meiner Sicht nach in einem anderen Hohlkugelerdsystem heraus. Ich glaube, dass das Weltall so aufgebaut ist, dass wie ein Wabensystem, dass Hohlkugel an Hohlkugelerde angeschlossen ist. Um diese Minderheitenmeinung populärer zu machen, setzt Rolf Kepler auf das Internet und auf seine selbst gebastelte Homepage. Er gehört zu den Onlinern, die das Internet für ihren ganz eigenen Kampf gegen Wissenschaft, Naturgesetze und gegen hunderte Jahre Aufklärung benutzen. Denn die Wahrheit über unser Weltbild, davon ist Rolf Kepler überzeugt, wird von denen da oben bewusst unterdrückt, geheim gehalten und als Verschwörungstheorie lächerlich gemacht. Entsprechend wenig gibt er deshalb auf Einwände gegen die Hohlwelttheorie von Mainstream-Wissenschaftlern wie Astrophysiker Uwe Lemmer. Grundsätzlich haben wir ja relativ konkrete Ideen über den Aufbau der Erde, weil Erdbebenwellen durch den Erdkörper gehen, verschiedene Arten, sodass man also feststellen kann, der Erdkörper hat einen Kern, der in zwei Bereichen aufgespalten ist, im festen und im flüssigen. Es gibt den Erdmantel und die Erdkruste. Das alles ist mit der normalen Physik, indem man seismische Wellen analysiert, eben sehr gut belegbar. Da hat natürlich die Hohlwelttheorie ein großes Problem, weil da kann ja kein Kern nach außen hin mehr da sein. Die Hohlwelt ist keine Erfindung des Internetzeitalters. Und auch Verschwörungstheorien gab es schon zu analogen Zeiten. Aber erst mit den Möglichkeiten des Netzes kann jede noch so absonderliche These bequem von zu Hause auf die ganze Menschheit losgelassen werden. Wie einfach man eine sich viral verbreitende Verschwörungstheorie in die Welt setzen kann, das hat der Informatiker Achim Held erlebt. Anno 1993 postete er in eine Diskussionsgruppe die Theorie, Bielefeld gebe es in Wirklichkeit gar nicht. Eine Verschwörung von Geheimdiensten, von Außerirdischen und vom Mossad habe die vermeintlich größte Stadt Ostwestfalens in Wirklichkeit erfunden. Die Bielefeld-Verschwörung sollte eine Persiflage auf typische Verschwörungstheorien sein. Doch dann klingelt jemand bei Achim Held an der Tür. Also es stand hier mal jemand vor der Tür. Er wollte sich gern mit mir unterhalten. Er erzählte halt, er sei auch einer großen Verschwörung auf der Spur und seine Ärztin würde auch im Auftrag der Regierung irgendwie geheime Experimente mit ihm machen. Das klang schon alles nicht sehr vertrauenserweckend. Ich habe ihn lieber nicht in meine Wohnung gelassen. Die Bielefeld-Verschwörung hat längst ein Eigenleben entwickelt. Und so kann Achim Held nichts dagegen machen, wenn so mancher Ufologe oder Nazi-Mythologe seine als Satire gedachte Geschichte in ein paranoides Weltbild einbaut. Genau das ist es, was Alexa Waschkau aus Hamburg an den Verschwörungstheorien im Internet so fasziniert. Wieso glauben Menschen solchen augenscheinlichen Unsinn? Gemeinsam mit ihrem Mann veröffentlicht sie deshalb einmal pro Woche Hoaxilla, den skeptischen Podcast. Dort beschäftigen sie sich kritisch mit Reichsflugscheibe, Präastronautik, der gefälschten Mondlandung und Kryptozoologie. Und auch Alexa Waschkau hat die Erfahrung gemacht, dass ein echter Verschwörungstheoretiker keinen Spaß versteht. Was uns immer wieder vorgeworfen wird, ist, dass wir wahlweise von der jüdischen Weltverschwörung, von der CIA, NSA oder der Pharma-Lobby finanziert werden. Das heißt, wir gehören zu denen, zum Feindbild, das man dann irgendwie angehen muss. Das ist ein häufiger Vorwurf. Auffällt ist, dass bei den Verschwörungstheoretikern das Aggressionspotenzial, wenn man so das Feedback sich anschaut, recht hoch ist. Da wird der Ton dann sehr schnell sehr unsachlich und sehr persönlich. Einschüchtern lässt Alexa Waschkau sich nicht. Zu wichtig ist es ihr, sich gegen Aberglauben, Esoterik und Verschwörungsparanoia einzusetzen.
denn deren Vertreter drängen vom Rand der Gesellschaft immer mehr in die Mitte.